Ein Sattel mit Moos. Ein Fahrrad, das schon ziemlich lange nicht mehr gefahren ist. Viele sowieso schon überfüllte Stellplätze sind voll mit solchen Schrotträdern. Und er hat sie im Visier. Andreas Hübner, seit über 15 Jahren Abfallfahnder in Hannover. Jedes Jahr lässt er haufenweise alte Drahtesel entsorgen und jedes Jahr werden es mehr. Im Schnitt kontrollieren wir über 1000 Fahrräder. 1200 war die höchste Zahl. Und in der Regel davon kneifen wir ungefähr 500 Räder davon ab, die wir dann direkt verschrotten. Mittlerweile einmal im Monat ruft Andreas Hübner die Kollegen der Straßenreinigung zur Hilfe. Und bei denen fliegen dann die Funken. Das Schloss wird aufgeflext, das kaputte Rad noch einmal ausführlich vom Abfallfahnder begutachtet. Sehr schön, ja. Also man sieht auch schon ganz deutlich, dass das mindestens schon seit einem Jahr nicht mehr benutzt wurde. Das Gummi löst sich schon auf, das ist wirklich Schrott. Okay. Hier ist der Fall klar. Alles Schrott, doch Andreas Hübner muss genau hinschauen, denn es gibt auch viele Grenzfälle. Also rein Schrott definieren wir so, dass wenn erst zu viel Geld reingesteckt werden muss in das Fahrrad, um es wieder fahrtüchtig zu machen, dann definieren wir das als Schrott. Wenn einfach nur Luft aufgepumpt werden muss oder nur mal ein Schlauch ersetzt werden muss für 20 Euro und die Kette mal geölt werden muss, dann gehen wir einfach davon aus, dass es vielleicht noch im Gebrauch ist. Solche Räder bekommen dann einen roten Aufkleber und der Eigentümer damit eine Frist. Der Aufkleber fordert dem Eigentümer auf, sein Fahrrad in den nächsten 4 Wochen noch aus dem Verkehrsraum zu entfernen. Wenn er das nicht macht, dann wird das Fahrrad dementsprechend als Schrott entsorgt und das steht auf dem Aufkleber. Ein großer Aufwand. Für die Entsorgung zahlt alleine die Stadt Hannover jedes Jahr mehrere hunderttausend Euro. Die Schrotträder ärgern also die Steuerzahler und vor allem die Fahrradfahrer, die oft verzweifelt einen Stellplatz suchen. Finden Sie immer gleich einen Stellplatz? Nein. Die sind meistens belegt durch viele Schrotträder, das stimmt schon. Was halten Sie denn davon, dass die Leute ihre Schrotträder hier abstellen? Eigentlich ist es sehr ärgerlich, weil es halt die Plätze für die fällt. Hier sind viele Pendler, die direkt vom Bahnhof kommen und es ist halt sehr ärgerlich, wenn man erstmal suchen muss. Man hat echt den Eindruck, dass teilweise Fahrräder schon ewig da stehen und keiner mehr wirklich damit fährt und man selber kommt und findet keinen Stellplatz. Das ist ein bisschen schade. Viele Räder werden dann zwar ab, aber nirgendwo angeschlossen. Leichtere Beute also für Diebe. Mehr gute Fahrradstellplätze müssten her, sagt der Fahrradclub. Eine der wichtigsten Säulen zur Radverkehrsförderung sind sichere, komfortable und zielnahe Abstellflächen. Wenn wir uns den Kfz-Verkehr, den Straßenverkehr angucken, wird bei der Planung von Straßen immer auch der Parkplatzbedarf für Kfz mit berücksichtigt. Bei Fahrrädern ist das leider noch nicht überall angekommen. Angekommen ist dagegen die nächste Ladung Schrotträder auf dem Wertstoffhof. Wieder ein altes, kaputtes Fahrrad, das aufwendig entsorgt werden muss. Es wird sicher nicht das letzte sein.